Herzlich willkommen zu Stachis Wochenschau. Minus 40 Grad sind das für mich Unterschied zu den Australian Open, wo ich gerade herkomme. Und es war ein richtig tolles Turnier. Das hier ist die Akkreditierung, nur mal so zum Beleg, dass ich wirklich da war. Ja, über 32.000 Kilometer habe ich abgerissen. Und es waren so unfassbare Matches. Das Finale, Federer gewinnt also zum sechsten Mal die Australian Open, sein 20. Grand Slam Turnier insgesamt. Und das Lustige, gegen seinen Partner Cilic hat er im Urlaub ein bisschen gespielt auf den Malediven. Zufällig hatten sie sich da getroffen und dann mal so mit zwei, drei Schlägern werden sie sich dabei wie so Touristen ein paar Bälle geschlagen, ohne aber irgendwelches Match. Was hatten wir noch? Wir hatten noch einen Chung. Der Südkoreaner sorgte für eine mega Euphorie zu Hause, hatte ja leider aus deutscher Sicht auch gegen Sascha Zverev gewonnen. Der muss noch ein bisschen warten, um beim Grand Slam-Turnier richtig weit nach vorne zu gehen. Und bei den Ladies, Glückwunsch an Caroline Wozniacki. Endlich hat es geklappt. Erster Grand Slam-Titel und nach genau 6 Jahren ist sie wieder die Nummer 1. Das hat es im Tennis noch nie gegeben in der Geschichte. Glückwunsch auch an Angie Kerber. Zurück in den Top 10. Auch das ist aller Ehren wert. Tolles Halbfinale, richtig gefightet. Und hier haben wir jetzt noch ein paar kuriose Fakten. Circa 50.000 Bälle werden verbraucht insgesamt während der Australian Open. Und noch mehr kuriose Facts gibt's jetzt. Eine Menge Fakten und Fakt ist auch, diese Handtücher hier, die sind sehr begehrt. Spielerinnen und Spieler mopsen das immer ganz gerne. Das hier habe ich von einem Spieler, den Namen darf ich nicht erwähnen, geschenkt bekommen. Sehr, sehr freundlich. Apropos Spielerinnen und Spieler. Jetzt geht es ja wieder in die normale Turniersaison und da sind eigentlich alle Stars hoffentlich dann langsam auch wieder mit dabei. Murray dauert noch ein bisschen. Aus Deutschland habe ich einen ganz speziellen Gruß bekommen, auch für euch, denn da gibt es eine Spielerin, die war lange verletzt und ist jetzt bald wieder zurück. Hallo Stachi, ich wollte mich mal wieder melden, es ist ja schon eine Weile her. Ich denke, du hast mich in Australien vermisst und da bist du wahrscheinlich auch nicht der Einzige. Ich hätte die Australian Open mega gerne gespielt, dann wäre ich jetzt auch nicht so käsig, sondern hätte mal ein bisschen Sonne abbekommen. Aber ich habe mich entschieden, ein sehr gutes Aufbautraining zu machen und stehe jetzt auch wieder richtig viel auf dem Platz und trainiere sehr fleißig und freue mich dann drauf, dass ich in ein paar Wochen wieder richtig fit bin und dann auch ins Geschehen wieder eingreifen kann. Liebe Laura, wir hoffen, dass du bald wieder dabei bist in der Turnierszene und natürlich auch beim Fed Cup ist auch bald ein Thema. Aber jetzt heißt es erstmal Davis Cup. Australien gegen Deutschland. Da gab es im Vorfeld eine tolle Geschichte zwischen Kyrgios und Zverev. Denn der Zverev bei so einem Jux-Turnier sozusagen in Sydney ballert dem tatsächlich den Ball ganz seicht aus gefühlten 82 cm mitten ins Gesicht, aber alles in Ordnung, nichts passiert, war ganz witzig. Davis Cup ist eine ernste Angelegenheit, aber zum Aufwärmen, da macht man schon mal was ganz anderes. Da nimmt man nämlich dieses Bällchen, auch Boris Becker dabei. Glaubt ihr nicht? Hinschauen. Basketball und die deutschen Jungs. Wir sind in Brisbane, in wenigen Tagen geht es los. Wir haben uns aufgewärmt, eine Runde Basketball und es ist nichts passiert. Zufrieden? Nee, also den Trainereinsatz zu verlieren ist schlecht. Das sah doch schon gar nicht schlecht aus. Schlecht sieht auch nicht aus, dieses Racket. Original Jimmy Connors ist schon ein paar Jährchen her. Ich kann nicht verstehen, wie man damit Tennis spielen konnte. Ich kann auch nicht verstehen, wie man so unglaubliche Tennis-Tricks teilweise drauf hat, wie beispielsweise Dominic Thiem hier zu sehen. Und es gibt ja auch seinen unterschriebenen Schläger für das beste Video von euch zu gewinnen. Und dann haben wir ja auch noch eine ganz andere Challenge. Hier, die hier, ne? So schnell wie es geht, 30 Sekunden. Und es gibt einen neuen Spitzenreiter unserer ganz speziellen Weltrangliste. Respekt und Anerkennung. Fabian, du bist unser neuer Weltranglisten-Erster. Wenn ihr also irgendwelche Tricks habt, kuriose Videos von Forderungsspielen, von was weiß ich für Matches oder eben auch in unserer Challenge mitmachen wollt, diese Adresse im Querformat bitte ein Video einschicken und dann werden wir mal sehen, wer am Ende zum Beispiel den Schläger von Domi gewinnt.
Kennt ihr den noch? Ja, man hat es nicht gut erkannt, aber hier ist er noch viel besser. Schönes Buch von 1991. Stefan Edberg, Weltranglistenerster, über 70 Wochen. 6 Grand-Slam-Titel gewonnen. Der war bei der Einweihung des größten Tennis-Stores weltweit am Start. Und natürlich haben wir ihn gefragt, sag mal Junge, spielst du eigentlich noch Tennis? Und wenn ja, wie oft? Well, I still love to play tennis, so when I'm at home, I try to play 2-3 times a week. And usually I play around 45 minutes, maximum an hour. That's about right, and I still love to that. And you know, I don't run any longer, but I do some walks and I try to eat pretty healthy if I can, but it's good. Super Typ übrigens. Mehr von Stefan Edberg in der Kategorie lange nicht gesehen. Das gibt's ja auch alles in Stachis Welt, wie diese ganzen Hintergrundberichte, Materialtest von Team und Besuch im Trainingslager. Und hast du nicht gesehen, vielleicht ist das was für euch. Stöbert mal ein bisschen rum. Das war's jetzt erstmal von mir. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Stachis Wochenschau von wo auch immer.